hatte damals eben gesagt, den schleppe ich jetzt nicht mit, aber hatte die ganzen Vorsätze dabei. Also ich war so glücklich und konnte dann noch wirklich. Tatsächlich flockt und nicht durchdreht. Habe ich noch nicht. Kannst du deine nicht verstellen? Doch, aber sie dreht immer durch. Wir haben die sogar schon mal eingeschickt und haben sie die repariert, aber es dreht trotzdem durch. Also das war so eine Harbo. Ja, ganz nervig. Ich habe eine gute. Wie ist die jetzt? Das heißt, was passiert? So, wir machen jetzt den Kasten nämlich auch gleich sauber, weil es sich jetzt die Gelegenheit bietet, das Propolis, das ist ja dieses Bienenkittharz, was die Bienen verwenden, um den Stock zu desinfizieren und auch abzudichten für den Winter. Das kann man zusammenkratzen und dadurch die Propolis-Tinktur machen. Das ist ja so ein universelles Antibiotikum für die Biene, aber auch für den Menschen. Und zum Beispiel, ich hatte letztes Jahr eine Viruserkrankung. Wie triffst du die Entscheidung, was du raus willst, welche Waren? Also die will ich auf keinen Fall weiter drin haben, weil sie nicht dazu passt zum System. Ja, okay. Also das ist die mache ich jetzt mal so. Das ist das erste Argument. Das soll nicht die nach außen hängen und die tragen das nachher um. Dann müssen wir hier ein bisschen Platz machen. Außerhalb des Oh, ein bisschen mehr, oder? Nee, geht nicht. Gut, ich komme klar. Ich muss einfach nur langsam tun. Passt das schon. Ist da unten. Da ist nur Stroh immer im Weg. Wir gehen dann schon wieder zurück. Und das aber jetzt werden, hör mal, wie sie jetzt. Jetzt nehmen sie Fahrt auf. Also ich würde jetzt, glaube ich, mal aufhören mit dem Propolis. Ja. 11, 12 habe ich jetzt. Also eins könnte ich auch noch rausnehmen. Ja. Das könnte ich auch rausnehmen. Ja. Ja, jetzt ist gut. Ja, wir machen ja gleich zu. Ja. Ist kein Problem. Alles in Ordnung. Aber ich bin mal weg, sollte ich das gar nicht rausnehmen hier? Und nur die anderen verschieben, weil das ist mit dem Propolis sehr hartnäckig hier. Das ist eigentlich ein bisschen kleiner. Ganz gerade, ja. Kann man das nicht kleiner machen, das wäre schon, aber auf die Seite, weil das soll ja auch mit bleibt hier am Rand, das sollen sie dann mal umschlagen, wenn sie das haben. Das sind erstmal so viele Propolis, dass ich gar nicht hinkomme. Das mache ich hier noch kurz auf, bis das drinnen ist. Okay. So. Upsala, da hat es noch gesund. Gut, mal bitte rein. Dieses eine nehme ich jetzt halt immer für das Flugloch. Zeig dann hier mit den Dings an. Karin, stechen werden die Drohnen totgestochen? Nein, habe ich noch nie gesehen. Nicht? Okay, also gut, sie werden nicht rausgeschleppt. Man sagt von Drohnenschlacht, aber es ist keine Schlacht. Ja, genau, eben. Die werden nicht mehr reingelassen und nicht mehr gefüttert. Drohnenschlacht. Also dann, wie gesagt. Ich stelle sie innen rein. Okay. Deine Finger. So, ich schalte jetzt ein und schiebe es unten rein. Grün. So, genau. Jetzt hast du ein Foto gemacht. Okay, und dann machen wir es zu. Okay. Hörst du auf? Das machen wir nicht. Einfachere. Kannst du es dann hier nicht? Stockkarte. Stockkarte. Strohbeute. Jeder kann das ja nennen. Jeder. Manche haben einen Namen für ihr Volk. Für ihre Bienen. 11 Waben. Dann bei der Durchsicht haben wir Brut in allen Stadien gesehen. Drohnen nein, die Königin haben wir auch nicht gesehen. Wie viel Kilo waren es? 8 Kilo? 7, 8? 7,5? 8 Kilo. Es waren gute 8 Kilo. 8 Kilo Vorrat oder Honig. Mhm. Und dann haben wir Oxalsäure verdammt. Genau. War noch irgendwie was auffällig?